Rund 2000 Menschen hatten sich am Montag im Zentrum von Islands Hauptstadt Reykjavik eingefunden. Am 90. Jahrestag der Unabhängigkeit von Dänemark wollten sie protestieren. Protestieren gegen die Regierung von Ministerpräsident Harde und gegen Notenbankchef Oddsson. Sie warfen ihnen Missmanagement im Umgang mit der Finanzkrise vor und machten sie verantwortlich für die wirtschaftliche Talfahrt des Landes. Einige waren offenbar so erbost, dass sie gegen Ende der Demonstration in die Lobby der nahegelegenen Zentralbank stürmten. Sie wollten Notenbankchef Oddsson persönlich zur Rechenschaft ziehen. Bereitschaftspolizei hielt sie auf. Eine Stunde lang standen sie sich gegenüber, Demonstranten und Polizei. Dann einigten sie sich auf einen gemeinsamen Abzug. Oddsson selbst soll zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Hause gewesen sein.